und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine Freunde. Und ja, heute geht's auf zu Pyro Union nach Kirchheim zu einem Vorschießen mit Musikfeuerwerk. Und da fahren wir jetzt gleich los. Und ich würde sagen, jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß hier mit dem Video, mit dem Vlog. Und ja, jetzt sehen wir uns gleich wieder nach dem Intro. Bis gleich. So, jetzt so einen kurzen Halt hier bei Pyro Union. Richtig geil. Da will ich jetzt eigentlich rein und ein bisschen was kaufen. Hey, lol, wer sind Sie denn? Sie? Ah, Fast Pyro, grüße du? Dich. Servus, was geht ab? Pyro Liebhaber, wie geht's? Sehr schön, auch hier. Auch hier, was machst du? Was hier? Für ein Zufall hier. Lange Antwort. Open, komm, gehen wir gleich mal rein hier. Ja, sehr lange Antwort. Und dann? Ja, ich leider zu, meine Freunde. Geil. Scheiße, ey. Siehst du nicht, was normal? Ich kann mal kurz das Schaufenster hier filmen. Und hier trotzdem auf. Richtig nice. Jetzt schneit's hier einfach, meine Freunde. Und der Pyro Union hat schon zu, leider. Wegen Verschießen. Ja. Und wegen Wetterproblemen musste es jetzt schon rüber transportieren, damit sie es irgendwie aufbauen können. Und ja. Genau. Das ist alles zündet bei dem Wetter. Und jetzt fahren wir irgendwo hin, chillen ins Auto und warten, bis das Vorschießen beginnt. Und dann sehen wir uns dort vor Ort wieder. Und ich würde sagen, bis gleich. Schaut es euch an, Leute. Es schneit einfach richtig geil hier unter der Windschutzscheibe. Kolumbianische Schnee. Und jetzt sind wir hier gerade im Auto. Und ja. Wie fühlen Sie sich? Komisch. Jetzt sind wir im Auto. Ihr moin. So, jetzt sind wir hier angekommen. Jetzt haben wir auch den Pyrozündler abgeholt. Ja, moin. Der Lümmel will es ihm nicht zeigen. Hier fast Pyro am Start im Rampenlicht und hier ein Kumpel von mir. Und jetzt laufen wir rüber. Ich habe schon richtig Bock, es hat aufgehört zu schneien. Hier ein bisschen noch nass. Viel regnet. Und ja, jetzt zünden wir hier so eine Rauchfackel. Schwarz sieht man natürlich auch gut im Dunkeln. Also gute Entscheidung. Erstmal Feuerzeug. Ja. Schön anmachen. Sehr schönes Feuerzeug übrigens. Das ist ein Dreser. Genau. Gehen wir, lassen wir jetzt hier rüber. Gehen wir Pyro. Das sieht man gut auf jeden Fall. Kann man. Lass hier warten, oder? Weil sonst so schlau zu über. Junge, jawohl, hier, erstmal zeigen wir hier. Dein Auto. Boah, Leute, gönn ich das unter meinem Auto. Tschüss. Also Leute, wir machen jetzt hier noch ein bisschen Quatsch, laufen dann rüber, dann sehen wir uns drüben wieder. Also, bis gleich. So Leute, jetzt angekommen hier bei Pyro Union, beim Vorschießen hier richtig viel los. Jetzt haben wir auch hier auch noch einen Pyro-Begeisterten gefunden. Ja. Den Hannes. Ja. Stell dir mal vor. Wer sind Sie? Hallo, ich bin der Laurin und ich mag Tiere. Okay, und was erwarten Sie sich oder was erhoffen Sie sich von dem Abend? Ich erhoffe mich großes, schönes Schuhe Feuerwerk. Übrigens. Ja, danke, 130 Euro. Und jetzt, Link ist in der Videobeschreibung. Link ist in der Videobeschreibung. Habe ich gesagt. Affiliate-Link. Ja, genau. Okay, sehr schön. Ja, jetzt warten wir hier noch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, gibt es jetzt gleich hier richtig geile Impressionen vom Vorschießen und dann vom Musikfeuerwerk, ich weiß irgendwie zusammenschneiden, keine Ahnung, mit schöner Mucke. Und ja, wir spielen jetzt hier noch ein bisschen Minigolf hier. Lochen hier jetzt ein bisschen noch ein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei den Impressionen wieder. Bis gleich. So Leute, jetzt werden hier die Stative aufgestellt, bevor die Impressionen kommen. Wer hat den Lenk? Genau, machen wir einen kleinen Schwanzvergleich. Genau. Wo hast du denn das Stativ her? Sehen wir. Von Amazon. Für 13 Euro, meine Freunde, ist auch richtig stabil auf jeden Fall hier. Das ist ein kleiner Finger. Ah, shit, das fällt heute safe noch um. Und der liebe Fast Pyro. Ich hab nichts dabei. Hat hier auch ein aber Stativ. Aber guck mal, schon geklebt. Kopf. Oh. Schon komplett defekt. Ich würde sagen, du schickst mir den Link und dann packe ich den Link auch mal in die Beschreibung. Dann können mal die Leute hier die Stative auschecken. Ich pack den Link von der Kamera auch in die Beschreibung. Ich pack alle Links in die Beschreibung, Leute. Ich mache eine Riesenbeschreibung.
Die wird wahrscheinlich länger als ein Video, die Beschreibung. Link zum Geldball in der Beschreibung. Link zum Stativ in der Beschreibung. Das ist auch genauso dünn. Alter, das ist ja übelst. Leute, nicht gut, diese Stative. Nicht gut. So, jetzt genug Scheiße gelabert. Jetzt gibt's wirklich die Impression. Jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß hier. Und ja. Es gibt die Impression, genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, Leute, jetzt geht's gleich los. Hier noch kurz die Artikelliste. Ja, Xplode, Leslie, bla bla bla. Guckt es durch. Ich muss sagen, ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, es gibt ein bisschen was von Funge. Naja, vielleicht holst du es mit dem Musikfeuerwerk wieder raus. Ja, die haben halt viele Neuheiten reingepackt, muss ich sagen. Ja. Und halt, ja. Gucken wir mal. Dann würde ich sagen, jetzt aber die Impression. At first I didn't think that I was cut enough to bleed. Then I saw my secrets getting swallowed by the sea. Jumping into love, fires into dry wood. Started up as nothing, now it's gold, and it's all on you. Fertig beim Vorschießen. Ja, also die Artikelauswahl fand ich jetzt nicht so geil, aber war leider nur Xplode das meiste, aber hey, sonst. Im Hintergrund sehe ich gerade die Blackbox, 5 Minuten Fackel. Die finde ich besser als das Vorschießen. Also ich war sehr enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Bis auf das Finale fand ich jetzt den Rest nicht so geil. Das war heftig, ihr habt so eine Impression gesehen, als Finale war nice. Der Rest war jetzt nicht so gut, es war halt fast nur Xplode. Ich hätte mir noch was von Funge gewünscht, war leider nicht da. Nicht so der Fall, aber. Alles in allem, ein schöner Tag. Lohnt sich echt, bei Pure Union mal vorbeizuschauen an Silvester. Würde ich sagen, wenn euch der Vlog gefallen hat, würde ich mich selber über eine positive Bewertung freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein. Haut rein. Und ciao.